Herzlich willkommen bei Marius Fliegendose. In diesem Video möchte ich euch meine Lieblingsköcherfliege vorstellen. Und zwar ist das meine Fluttering Caddis. Das ist dieses Muster. Das ist eine Köcherfliege mit ein paar gespaltenen Flügeln, mit sogenannten Split Wings. Und dieses Muster fische ich in verschiedenen Stadien des Köcherfliegenfluges sehr gerne. Und zwar einmal, wenn die Köcherfliegenpuppen zur Oberfläche kommen und dann das fertige Insekt auskriecht. Dann schlagen die Insekten sehr stark mit den Flügeln und sind sehr, sehr aktiv an der Oberfläche, um halt schnell aus dem Wasser herauszukommen, da dort ja die lauernden Fische auf die Köcherfliegen warten. Und wenn sie schnell weg sind, dann haben sie auch die größte Chance, den Schlupf zu überleben. Und zum anderen fische ich sie dann wieder gerne, wenn es zur Eiablage abends kommt und die Köcherfliegen zur Wasseroberfläche kommen, teilweise dann halt drauf liegen bleiben, mit den Flügeln schlagen wieder und sehr, sehr aktiv sind. Und dann werden die Forellen und Eschen dann sehr, sehr aggressiv und nehmen dieses Muster meistens sehr, sehr heftig. Es ist eine ganz einfach zu bindende Fliege. Sie besteht eigentlich nur aus zwei Materialien. Die stelle ich euch auch gleich vor. Und dieses Muster, das ich jetzt hier eingespannt habe, ist relativ groß. Das ist eine Hakengröße 10. Meistens fische ich die Fliege wirklich nur in Größe 14 oder 16. Oder man kann sie auch noch kleiner binden. Ist auf jeden Fall ein tolles Allround-Muster, das ihr unbedingt probieren solltet. Und ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert, diese Fliege zu binden. Als Haken verwende ich hier den Maruto C47 in der Größe 10. Das ist ein Barbless-Haken mit einem gebogenen Schenk. Und als Faden verwende ich den UTC 140 in dunkelbraun. Den Faden lege ich vorne an. Schneide den Rest ab und lege jetzt die Grundwicklung bis hinten in den Bogen rein. Sichere mir die Grundwicklung mit einem Tropfen Bindelack. Und für den Körper der Fliege verwende ich von Swiss CDC das Arctic Fur in der Farbe Pompeian Red. Das ist ein sehr, sehr grobes Dubbing, das sich unwahrscheinlich gut eignet für Fliegen, die eine sehr diffuse Silhouette haben sollen. Und da das Dubbing sehr grob und sehr struppig, diffus ist, braucht man davon auch nicht wirklich viel. Ich habe hier wirklich nur so ein ganz bisschen jetzt zwischen meinen Fingern für diese relativ große Fliege. Das spinne ich einfach mal an den Faden an. Da braucht man auch nicht wirklich besonders sorgfältig sein oder so. Das ist, ihr seht gleich warum, weil das Dubbing ist einfach unwahrscheinlich widerspenstig. Und wenn ihr hier hinten anfangt zu wickeln, dann könnt ihr nochmal ein bisschen nachspinnen. Dadurch wird es dann ein bisschen eng anliegender um den Faden. Und ihr wickelt es dann relativ offen nach vorne, in etwas weiteren Wicklungen. Hier habe ich jetzt ein ganz bisschen zu wenig. Dann nehme ich noch etwas dazu. So, und formt euch hier schön den Hinterleib. Und dieser ist, wie gesagt, recht struppig, recht diffus und ergibt so eine sehr schöne Silhouette für die Fliege. Und als Flügel verwende ich ein bisschen strukturiertes braunes Rehhaar. Ihr könnt die Fliege übrigens in ganz verschiedenen Farben binden, in cremefarbenen Tönen, den Körper in Oliv gestalten oder in fast schwarz, da es die Köcherfliegen wirklich in vielen verschiedenen Farbvarianten gibt, je nach Jahreszeit und auch in verschiedenen Größen. Ihr könnt sie sehr, sehr klein binden, sehr groß binden. Ihr könnt damit eigentlich alle bei uns vorhandenen Köcherfliegenarten imitieren. Die schneiden mir jetzt aus dem Fellstück hier ein paar Haare heraus. Ihr braucht da kein großes Bündel, das hier ist schon locker ausreichend. Hier unten in dem Rehhaaransatz ist immer noch so ein bisschen Unterwolle, die zupft ihr euch etwas heraus,
Und wenn ihr meint, das Bündel ist sogar noch etwas zu groß, dann am besten die Haare, die zu viel da sind, nach unten wegziehen. So zieht ihr euch das Bündel Rehhaare nicht auseinander. So, und dann das Ablängen des Flügels solltet ihr, da solltet ihr schauen, dass ihr den Flügel wirklich bis über den Haken hinaus einbindet, weil die Köcherfliegen ja im Ruhezustand diesen zusammengefalteten Flügelköcher haben und der einfach über den Hinterleib hinausragt, deutlich hinausragt. Und dann könnt ihr umgreifen in die linke Hand und schauen, dass ihr hier euch das Haar so abschneidet, dass ihr jetzt die optimale Länge habt zum Einbinden. Ich lege das Haar dann mit zwei relativ losen Wicklungen oben auf dem Haken fest, ziehe dann stramm an und wickle mir das kurze Ende mit dem Faden ordentlich fest. So, jetzt sitzt der Flügel schön oben auf dem Haken drauf. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr euch den Flügel spaltet. Und dazu ziehe ich mir jeweils um die Hälfte, also solltet ihr wirklich darauf achten, dass es ungefähr gleich viele Haare auf beiden Seiten sind, die Hälfte der Haare jeweils nach rechts und links. Wenn ihr auf der einen Seite zu viel Haare habt, dann kann es sein, dass die Fliege anfängt zu rotieren im Flug. Und das verdreht euch dann das Vorfach und ihr könnt einfach nicht vernünftig weiterfischen. Von daher ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Fliege ungefähr gleichmäßig viele Haare auf beiden Seiten hat. Den Flügel spalte ich mir dann mit meinem Bindefaden. Sieht jetzt so aus. Jetzt nehme ich nochmal einen Tropfen Lack, um mir die Einbindestelle meines Rehhaars zu sichern. Ziehe ich mir gerade mal den Faden etwas länger. Das ist jetzt nicht mehr im Bild, aber der Bobbin hängt jetzt etwas tiefer und soll sich hier etwas entrallen, weil ich jetzt mir noch etwas Stubbing nehme. Wieder nicht so viel. Eine kleine Portion reicht hier aus. Und jetzt spalte ich mir den Faden und dazu habe ich den extra etwas hängen lassen und dann dreht der Faden sich automatisch ein bisschen auf. Kann mir den Faden gut spalten. Nehme mir die Dubbing-Portion, füge sie mir in den gespleisten Faden hinein. Verdralle jetzt meinen Bobbin. Dem habe ich eine richtige Rotation verpasst. Und so verdreht sich jetzt auch der Faden. Und damit wird mein Dubbing schön in dem Faden gefangen. Und ich kann hiermit jetzt das Köpfchen der Fliege formen. Und zwar wickele ich jetzt erstmal so weit auf, bis zu dem Ansatz des Dubbings im Faden. Gehe dann einmal von vorne durch die Flügel hindurch. Einmal von hinten durch die Flügel hindurch und wickelt dann den restlichen Teil des Dubbings direkt als Köpfchen. Jetzt nehme ich mir einen Knotenbinder und mache mir hier einen Abschlussknoten. Kann ich den Faden abschneiden. Bindeschritte sind eigentlich schon fertig. Ich bürste mir diese Fliege jetzt ein bisschen mit dem Klettverschluss aus, um sie noch diffuser zu machen. Und achte darauf, dass die Flügel etwas nach hinten stehen, so wie es man hier sehr gut sieht, dass sie in so einem Winkel nach hinten zeigen. Und überflüssige Haare, also die jetzt wirklich deutlich zu lang sind, die schneide ich mir einfach mit der Schere ab. Weil die Köcherfliegen, die haben zwar relativ lange Beine, aber zu lang sollten die dann auch nicht sein, damit die sich nicht mit meinem Vorfach verfangen und sich da irgendwie verknoten im Wurf.
So, und fertig ist dieses ganz, ganz einfache Köcherfliegenmuster. Wer möchte, kann zum Beispiel, wenn es zur Eiablage kommt, abends hier am Ende der Fliege noch einen kleinen grünen oder gelben Eiballen einbinden. Da verzichte ich meistens komplett drauf, weil ich glaube, es bringt nicht unbedingt mehr Fische. Wer dran glaubt, soll es bitte machen. Und wer imitieren möchte, und es kommen ja auch wirklich nur die Weibchen zur Eiablage und die haben nun mal diesen Eiballen am Hinterleib dran, der soll es auf jeden Fall tun. Das Schöne an dieser Fliege ist, dass sie unwahrscheinlich gut schwimmt. Also fetten solltet ihr wirklich nur diese Flügel und den Körper einfach nur nach jedem Fisch eben kurz trocknen, indem ihr die Fliege am kurzen Vorfach schnell trocken wirft mit der Fliegenrute oder ihr nehmt einen Amadou oder irgendeinen Dreishake oder so und trocknet die Fliege wieder nach, wenn es sein muss. Aber eigentlich kann man sagen, dass man mit einer solchen Fliege, wenn die Flügel gefettet sind, wirklich einige Fische hintereinander fangen kann, ohne dass man die Fliege neu bearbeiten muss. Und das ist gerade in der Dämmerung oder schon in der Dunkelheit, wenn die meisten Köcherfliegen zur Eiablage kommen, unwahrscheinlich wichtig für mich, dass ich mich nicht lange mit der Fliege beschäftigen muss nach jedem Fisch. So, ich hoffe, das Muster hat euch gefallen. Ihr werdet sie nachbinden und fangt einfach einen großen Fisch. Würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, eine kleine Resonanz gibt und wenn ihr mit der Fliege einen tollen Fisch gefangen habt, noch ein Bild schickt. Wäre ganz toll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute, euer Mario.